Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part waren wir dabei, mit König Mickey ein wenig zu reden bezüglich einem Bild, das wir auf dem PC gesehen haben, als wir das analysiert haben. Und wie sich herausstellte, war Ansem, den wir in KH1 erledigt haben, nicht Ansem. Also er hat sich als Ansem ausgegeben, aber Ansem, der richtige Ansem, ist Ansem der Weise. Und dieser Ansem der Weise, dem gehört auch der Computer, in dem die Tronnenwelt drin ist. Und nach dem sucht König Mickey zurzeit. So, bevor wir jetzt tatsächlich runtergehen, weil es da noch einen kleinen Zwischenfall gab in der Hollow Bastion, will ich noch was nachmachen. Denn ich musste hier zwischendrin speichern und habe dann wieder hierher gespielt. Und dabei ist mir unterwegs was aufgefallen. Aber das wollte ich im Part zeigen, weil ich nämlich zwei Truhen gefunden habe. Oder sogar mehr, weiß ich nicht. Es könnten sogar drei sein. Nee, zwei. Die wollte ich zeigen. Die sind hier sehr böse versteckt. Na, hör auf, mich zu verprügeln. Blöde Kanone. Oder was auch immer. Bombe, Kanone, fettes Riesenhaar, herzlosen Ding. Wieso wollte ich jetzt Heartless sagen? Mann, wir sind hier doch nicht in Amerika. Oder England. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich weiß nicht. In letzter Zeit will ich immer öfter Englisch reden. Liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen geübt habe für die eine Debatte, die ich in Englisch halten musste. Ja, musste. Ich wurde, naja, sagen wir es mal so, ich wurde zwangsverpflichtet von der Lehrerin als eine der Besten in der Klasse. Da musste ich eine Debatte halten. Das Thema war, wir hatten das Thema, ob Cannabis legalisiert werden sollte. Ich werde nicht sagen, auf welcher Seite ich war. Ich sag nur das und fangt jetzt auch nicht eine Diskussion unter meinem Video an, bitte. Ich wollte das nur gesagt haben. So, gehen wir jetzt einfach auf dieses fette Schlachtfeld, denn eine große Armee von Herzlosen und Niemanden sind dabei, Hollow Bastion mehr oder weniger in die Zange zu nehmen. Und alle anderen sind schon unterwegs und wir wollen den König hinterher und helfen, wo wir nur können. Und hoffentlich klappt das. Oh. Okay, fellas, you've got to go find Riku and Kairi. Was? But Leon and the others are friends too. Don't worry, there's already lots of help here. We'll take care of this fight. But I promised Leon. Oh. Goofy, take Sora and get going. Riku, Kairi, give me a little time, okay? Was beraten die beiden wohl gerade? Your Majesty! We understand. We'll go search for Riku and Kairi. Hä? Right. Watch for danger. You'll be careful too. Wait, you guys. Hä? Was geht jetzt ab? Sora, do as you're told. You're coming with us whether you want to or not. Come on, Sora. You gotta be good. Ah, jetzt verstehe ich's. Sora begreift auch. Gotcha. No. Ich habe auch einen Feind entdeckt. Bei mir im Zimmer. Eine Fliege. I'm sorry, Your Majesty. Hope you can forgive us. Na gut, wir haben erstmal den König verarscht und die Fliege ist scheinbar weg. Juhu. Hauptsache, sie landet nicht auf mir. Und er guckt nur so von wegen, ich kann da sowieso nichts machen. Die hauen sowieso ab und... Oh, was haben wir denn da? Das ist eine feine Mix-exklusive Szene. Und, oh. Da ist wohl eine Kamera kaputt gegangen. Er hat ein Programm eingegeben. Another. Und jetzt gibt er da 6 verschiedene Passwörter ein. Und er startet irgendwas. Nimmt die Disk wieder raus. Und was ist jetzt? Wo sind wir denn hier? Eine sehr interessante Szenerie, aber es scheint noch beim Computerraum zu sein. In der Nähe zumindest.
Und da leuchtet was. Okay. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind unterhalb vom Computerraum. Und, Moment, das ist eine Geheimtür? Okay. Hey, die ist ja richtig gut verborgen im Boden. Keiner würde die finden ohne das Passwort und alles. Oh mein Gott, wie... Wer ist das? Das muss jemand sein, der Verbindung hierzu hat. Wer könnte das wohl sein? Und auf jeden Fall ist das hier ein schöner, langer Wendelgang. Das geht sehr weit nach unten. Sehr, sehr weit nach unten. Ah, jetzt haben wir wohl einen kleinen Schnitt gehabt, wie dieser unbekannte Charakter weiter runter geht. Mal sehen, was uns dort erwartet am Ende dieses langen Ganges. Es muss einen Grund haben, warum jemand so weit in den Untergrund baut, meiner Meinung nach. Master Ansem, regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. I forbid it. Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem, I've been thinking. They are not. Those thoughts are best forgotten. Da haben wir gerade zwei unbekannte Stimmen gehört und sind das Gefängniszellen? Sieht so aus. Und okay. Eine Art von Thron. Und It has been far too long, friend. Ich halte meine Klappe, ich darf nicht spoilern. Ich darf nicht spoilern. Mm-mm. Obwohl, lasst mich meine Kleinigkeit loswerden. Buff by Sleep. Tut mir leid, ich hatte einen kleinen Hustenanfall. Oh, und wo sind wir jetzt? Wieder ein neuer Ort. Sieht aber sehr anders aus. Saxian! Saxian! Huh? Right here. What oh God, oh. Where is Lord Zemnis? His usual spot. The Chamber of Repose? Yes. Go and see for yourself. That isn't funny. I suppose I have no choice but to wait. But the clock is ticking. Time is running out. What to do? Why is he never around when I need him? It's almost as if he knows I'm looking. You know, yeah. I don't like that place either. Huh? What about you, Zexion? What do you think? I think eavesdropping is intrusive. Why are you even here? You and Zaldin were tasked to recruit new members. Have you forgotten, or were you procrastinating? As if. I'm doing my job. I'll have you know, I found one just yesterday. Mar something. That puts the organization's count at 11. And since I've been working so hard, I had Lexius take my place for the day. I want to rest up for tomorrow, so I can wake up feeling nice and refreshed. Is that so? Well then, I will leave you to it. I have work to catch up on. Good day. Sehr interessant das alles. Oh, don't be like that. Come on, stay and talk. Isn't it time you told me about Zemnis's secret? How long ago was it? When a bunch of warriors wielding key-shaped swords appeared and unleashed a spectacular battle. And when it was all over, all that was left was a man lying unconscious without his memories. Zemnis.
Yeah. I mean, Xehanort was found by Ansem right around then, wasn't he? Hmm. Your point? The Chamber of Repose. If you recall, that's where we spent our time researching the darkness that resides within people's hearts. It's a graveyard that was sealed by order of Ansem the Wise. Uh-huh. The first thing Xemnas did once he got rid of him was to undo the seal and build a room in the back. Ever since then, he holds himself up in that room when he can and he talks to someone. Huh? But who? For all I know, he's the only one in that room. Need I repeat myself about eavesdropping? Not eavesdropping. Couldn't hear what they were saying. Dying to find out what it was, though. You wouldn't know anything about it, would you? I know I would very much like to focus on my own duties. As okay. You should with yours. For we need to prepare the new facility immediately. But there are only 11 of us in the organization. We're going to need a few more hands on deck. What new facility? Oh, you mean Castle Oblivion. What does Xemnas plan on doing with that place, anyway? He already shared his intentions with us. But did you know there's something he didn't share? Huh? Und was könnte das sein? The Chamber of Repose is part of a pair. The Chamber of Waking is the other. Hmm. Another graveyard, if you want to call it that. It was constructed by someone other than Xemnas himself. And that's where he'll find it. That's where he'll find his other friend. Huh? Oh, was könnte ich stundenlang über diese beiden Szenen diskutieren? Das waren im Übrigen beides Finemix-exklusive Szenen. Was im Übrigen auch noch ein kleiner Vorteil ist, in 2.5 sind die tatsächlich synchronisiert worden. Normalerweise wäre es von der Szene mit dem König genau hierher geswitcht. Wieso ist hier immer noch ein Blackscreen? Ah, ja, jetzt kommt das Bild. Ich vergesse immer die Ladezeiten der PS3. Sorry. So, hier sind wir. Und... Oh, du schon wieder. Hey, Hallöchen. You guys are looking lively. Scram! Didn't we catch you messing around in the underworld? How'd a wimp like you get into Organization 13? Das ist echt eine Frage. I bet you can't even fight. Yeah, but we can. You shouldn't judge anyone by appearance. Uh-huh. Oh... I told them they were sending the wrong guy. Who is this kook? Remember, the organization's made up of nobodies. Right. No hearts. Hmm. Oh, we do too have hearts. Don't be mad. You can't trick us. Hmm. Silence, traitor. Uh-oh. Ich glaube, in diesem Moment haben wir ihn sehr verärgert. Aber was meinte er wohl mit Schweigverräter? Und wenn jemand möchte, dass ich mich zu den Finemix-Szenen äußere, kann ich das gerne mal tun. Irgendwann mal, vielleicht. Aber ich sag mal nur so viel, Birth by Sleep. Ich glaube, das erklärt 90% von dem, was da gesagt wurde. So, wilder Tanz. Das ist jetzt übrigens unser Kampf gegen Demix. Und ja, der Name steht im Tagebuch, deswegen nehme ich ihn als gegeben. Demix ist ein Mitglied der Organisation 13, wie wir ja wissen. Kämpft mit Wasser und wir müssen jetzt in einer gewissen Zeit die Klone vernichten, sonst verlieren wir den Kampf. Normalerweise bekämpft man ihn am besten mit Feuer. Obwohl er Wasser benutzt, was sehr komisch ist, aber es ergibt Sinn, weil Feuer ist ein großer Flächenangriff, bewegt sich weit... Und man kann das schaffen. Und ja, jetzt haben wir ihn erledigt. So. Und man muss wirklich sagen, Demix ist ein sehr schwerer Kampf. Viele denken immer, der ist so
naja, dass er nicht wirklich viel Schaden machen könnte, wie Sora das schon meinte. Aber er ist eigentlich sehr stark. Viele hatten mit ihm Probleme in KH2 am Anfang. Ich weiß das. Ich gehörte dazu. Ah, danke für die Heilung. Mein Gott, Donald, heilt mal. Haben die deine KI verbessert? Meine Güte, du machst das ja mal gut. Im Gegensatz zu KH1. Oder es war eine Potion. Ah, verflixt. Nein, 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 nein. Oh, danke, Goofy. Nee. Aber man muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ein bisschen overlevelt bin, bin ich natürlich nicht wirklich das Problem gegen Demix. Ich brauche nicht meine Dry-Form bislang. Wobei die Waisenform hier gut sein könnte. Oh, und jetzt kommen wieder die Lakaien. So, nein, verflixt. Ich habe ausgerechnet den Lakaien erwischt, mit dem ich das Situationskommando brauche. Weil wir müssen ja in der gewissen Zeit eine gewisse Anzahl von Lakaien erledigen, sonst verlieren wir den Kampf automatisch. Bah, jetzt greift er wieder an. So, ich würde sagen... Ah, verflixt, jetzt bin ich aus Versehen in die Heldenform gegangen. Hier, Demix hat dich zu einer Reihe von Prüfungen herausgefordert. Bestehe sie, um gegen ihn anzutreten und, ihn zu besiegen. Ich wollte eigentlich in die Waisenform gehen, weil die am besten ist. Na, was soll's. Dann machen wir halt ein bisschen Dual-Wielding-Action. Wenn er halt mal seine Wasserwände nicht benutzt. Na, verflixt. So. Na, verflixt. Oh, hör auf mit deine blöde Wasserwände. Ah, verdammt, ich habe sein Situationskommando gerade auch verpasst. Das ist sehr schade. Und oh, First Try, das ist sehr gut geworden. Und wow. Dieser Finisher, wo man dann noch Soras Gesicht so sieht, das wirklich auf ihn drauf scheint, das ist richtig geil geworden wieder. So, und was ist jetzt? Oh nein. Seine Waffe löst sich auf und... Er löst sich auch auf. In... Blubberbläschen. Oh. Anyone from the organization who'd like to be next? Hä? Hey, Sora. Could I recognize them? Yeah. We gotta go help our friends out first. Ja, gute Idee. Oh, sorry. Then let's go. Aha, there you are. der König hat aufgeholt. Oh, oh. Und nun kriegen wir Anschiss. Vielleicht. You sure have lots of friends to help. Kein Ärger. So, I guess we better all pull together and finish this battle for good. Ja. Yes, Your Majesty. Gute Idee. Huh? Oh, da sind ein paar Herzlose und niemand und ein Felsbrocken und oh nein. 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 Nicht im Ernst. No. Hey, you're the king's captain. You gotta get up. Come on, wake up. I'm sorry about the ice cream. Hä? Goofy? Goofy. Oh nein. This is not happening. It can't be happening. It can't. Yo, und jetzt kommt der König. Aber Goofy. Nein. Okay, die rennen weg. Allesamt, denn sie wollen ja... Sie wollen ja jetzt Goofy retten. Goofy ist weg. Und ich muss jetzt gleich erstmal aus meiner Dryform raus, weil die ganze Katze über hatte ich die Dryform an. Das ist nicht gut. Und besiege alle Herzlosen.
Achso, wir sind schon aus der Dryform raus. Das ist gut. Und, ah, Yuffie ist dabei. Okay, dann hilf mir mal. Gut. Wunderbar. Wir schaffen das. Wir besiegen alle. Warten auf Eden als nächstes. Ein bisschen die Schwertkämpfer ärgern mit Kombi-Angriffen. Jetzt du als nächstes. Und wow! Schon erledigt. Super. Aber jetzt sind wir auch voll in Fahrt, weil wir wollen Goofy rächen. Das kann nicht wahr sein, dass er weg ist. Na gut. Weiter. Wir müssen weiter. Und... Oh, hallo Leon! Dann würde ich mal sagen, los geht's und warten auf Eden. Damit smashen wir uns durch die Reihen der Herzlosen. Das ist ja hier regelrechter Krieg. Und, oh, lauter Lurchis! Was auch noch helfen könnte, wäre das hier. Super. So, jetzt kommst du. Oder auch nicht. Ah, verdammt, ich habe das Cinematrix-Kommando verpasst. Und, wow. Wieder beendet mit einem richtig guten Finisher. Nice. So, und das ist jetzt im Übrigen das, was wir die ganze Zeit machen müssen. Wir müssen hier etappenweise immer weitergehen und kriegen immer einen zur Hilfe. Jetzt kriegen wir Tifa zur Hilfe. Ja, wir sind halt immer gefangen und müssen weiterkommen, damit wir... Also wir müssen die Herzlosen besiegen, damit wir weiterkommen. Clean Matrix, scheiße. Warten auf Eden, ist glaube ich besser. Und wir haben Level 37 erreicht, das heißt wir sind ein bisschen okay. Aber nicht zu sehr. Für die nächsten Welten hilft das definitiv. So, gut, wieder erledigt. Danke für die Hilfe, Tifa. Dann gehen wir mal weiter. So. Ah, Cloud hilft uns diesmal. Wunderbar. So, erstmal die Kraft von Magnet benutzen. Vor allen Dingen dank Magnet kommen wir richtig gut zurecht. So, und wow. Alter Schwede. Der Finisher war krank. Und hier sind wir jetzt in einem Höhlenabschnitt, scheinbar. Mal sehen, wer uns jetzt hilft. Oder war es das schon? Ja, das war es schon. Und wow, seht euch mal die Höhle an. Alter, die Kristalle sehen in HD so toll aus. Are you okay? Yeah, I'm fine, but... Oh. No. Hey, hä? Er ist nicht tot! Goofy! Oh, Goofy. You know, that really hurt. Das kann ich verstehen. Oh. Und oh, jetzt kommt Donald und... Oh, richtig schön gegen Schienenbein. Oh. Oh. Oh, ist das niedlich. Und ich sehe hier ein kleines Thronfestival und da vorne, hinter den Kristallen, scheint es noch was Ernsteres zu geben. Und wir haben das Vita-Element erhalten, das heißt, wir kriegen jetzt Vitra. Das können wir auch jetzt gebrauchen. Das können wir wirklich gebrauchen. So, ich sammle hier jetzt mal die Thronen ein. Wir kriegen hier die Karte. Ja, Karte des großen Tals. Dann hier Energiekristall und hier ist noch was... Achso, ja, ja. Hier, danke, Mickey. Ich rede gleich nochmal mit dir.
Eure Majestät natürlich, Entschuldigung. So, hier haben wir noch die verlorene Seite. Hier können wir uns auffrischen und mal zu der Reaktion bei Goofys Tod. Ich habe hier extra nicht meine Originalreaktion damals in KH2 bei meinem ersten Playthrough reingemacht, weil dann hätte ich nämlich lauthals geschrien, warum nicht Donald? Ich habe Donald damals noch mehr gehasst als jetzt. Tut mir leid. Im Ernst, ich habe wirklich gebrüllt, warum nicht Donald? Und ich habe auch wirklich angenommen, dass Goofy tot ist. Und dann, als er dann ein paar Minuten später wiederkam, dachte ich mir nur so, das habt ihr doch extra gemacht, um Sora zu motivieren, dass er härter kämpft, oder? Naja, jedenfalls, dieser Part hat sehr viele Fragen aufgeworfen, sehr viele Verbindungen aufgezeigt, sehr viele Mysterien aufgeworfen und wie gesagt, wenn ihr darüber Infos haben wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich kann gerne dazu Kommentare schreiben. Ich kann gerne dazu ein Video machen und das mal erklären. Vielleicht könnte das in Zukunft irgendetwas Wichtiges ergeben, wer weiß. Naja, jedenfalls, ich würde dann hier jetzt den Part beenden. Ja, ich weiß, für diejenigen, die KH2 kennen, da vorne wartet was Lustiges und das will ich in einen eigenen Part packen, deswegen entschuldigt. Ich beende hier den Part. Bis dann. Hi Leute, herzlich willkommen auf der Endcard von diesem Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. In diesem Part sind wir aufgebrochen in einen mehr oder weniger Krieg in Hollow Bastion. Wir haben gegen Demix gekämpft und dafür gesorgt, dass er verschwunden ist. Dann ist Goofy von einem Felsbrocken getroffen worden und wir haben alle gedacht, Goofy ist tot. Oder auch nicht. Und König Mickey ist deswegen ausgerastet, hat gemeint, die werden dafür zahlen, hat den Umhang weggeschmissen, ist losgestürmt, Sora hinterher. Und dann haben wir an der Seite von verschiedenen Final Fantasy Charakteren, die nicht fest im Team waren, aber uns geholfen haben, viele, viele Herzlose gebasht. Und jetzt sind wir in der Kristallkluft. Und wenn wir diese verlassen, kommt, und ich scherze hier nicht, einer der geilsten Parts in diesem Spiel. An alle, die Kingdom Hearts 2 nicht kennen und hier mitgucken, den nächsten Part müsst ihr sehen. Ernsthaft, das muss man gesehen haben. Am besten selber gespielt haben. Ich mache hier jetzt keine Werbung, aber seht es euch an. Ihr werdet begeistert sein. Bis dann, Leute. Bis zum nächsten Part. Bye, bye.